Hallo zusammen, hier ist Christian. Wir haben Montag, den 15. März und es ist 19:49 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier anfange. In diesem Clip geht es um Bayer. Bayer habe ich selbst schon lange nicht mehr gemacht und das finde ich aber jetzt hochinteressant, was sich da passiert und das will ich unbedingt mal mitteilen. Ich befinde mich hier auf dem Trading Desk von der Hypovereinsbank One Markets und das ist jetzt der Chart vom 25.01.2016. Mir geht es in erster Linie um diesen Trendkanal. Trendkanale haben oftmals die Eigenschaft, dass man vom unteren Ende zum oberen geht oder vom oberen dann wieder zum unteren, dann wieder dreht. Und wir haben im November letzten Jahres bei rund 40, etwas drunter, haben wir wieder die untere Begrenzung gefunden. Jetzt kommt allerdings hier, und ich mache es gleich näher dran, kommt ein Dreieck hinzu. Und ich gehe jetzt mal auf den Zeitraum von nur 6 Monaten. Die obere Begrenzung dieser grauen Linie, die kommt vom Juni letzten Jahres und die untere vom Oktober letzten Jahres und die treffen sich jetzt hier. Interessant dabei ist, dass die Bänder insgesamt als relativ eng gelten, hier und hier. Das obere Band fällt zusammen mit diesem kleinen, sagen wir mal, Doppeltop, was wir hier oben haben, im Bereich bei 55,40. Das untere Band liegt etwas tiefer hinter dieser Begrenzung, die ich eingezeichnet habe, und liegt aber in der Nähe vom letzten Verlaufstief bei rund 50. Das sind für mich die beiden wichtigsten Chartpunkte. Das Wort Glyphosat ist jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so oft in der Presse gewesen, wie wir das noch hatten vor 2, 3 Jahren. Im Gegenteil, der institutionelle Support wächst. Die letzte Kaufempfehlung kam, soweit ich mich erinnere, von einer Landesbank, von deren Analysten. Wir sind, fangen wir hier unten an, vom MACD völlig neutral. Wir sind von der Stochastik her völlig neutral. Zwischen 0 und 100 ist die Mitte ungefähr die 50. Und da sind wir dran bei 47,23. Aufgrund meiner Erfahrung muss ich sagen, der Chart mit seinen Punkten ist immer wichtiger als die Technik. Es ist völlig egal, ob eine Technik überkauft ist, wenn ein neues 52-Wochen-Hoch ist. Ist der Chart wichtiger? Und genauso ein 52-Wochen-Tief, auch wenn der Wert bereits überverkauft ist, ist der Chart auch hier wichtiger, wenn dieser Punkt gebrochen ist. Für mich sind diese beiden Punkte einmal hier oben, der ist deutlicher zu erkennen, so bei der 55,40, die Verbindung vom oberen Band mit diesem Doppeltop, genauso wichtig wie hier unten der Bereich um die 50. Es ist heute hier und jetzt nicht zu sagen, ob der Wert hier drüber geht oder drunter geht. Ich bin für den Gesamtmarkt hier tendenziell eher vorsichtig. Wir handeln im Moment bei 14.489. Ich bin ein bisschen skeptisch. Mir sind zu viele Leute hier noch positiv. Und das macht mir so ein bisschen Bedenken. Aber ich bin der Meinung, dass wir hier eine Bewegung bekommen. Im Moment möchte ich eigentlich schon sagen, ich sehe die Chancen eher, weil Bayer tendenziell eher etwas zurückgeblieben ist und hier schon eine längere Seitwärtsphase hat, nach oben. Ich erinnere an so einen Wert wie zum Beispiel Telekom. Die hatten über Monate eine Seitwärtsphase und dann sind sie durch. Ich weiß nicht, ob wir gleich bis auf die 60, 65 gehen, aber ich tendiere dazu zu sagen, wir haben eine 51 zu 49 Chance eher nach oben. Die Scheine, die ich ausgesucht habe, haben einen relativ hohen Hebel. Beim Call habe ich diesen hier, das ist ein 50,04er, wobei, wenn ich es jetzt gerade eben sehe, ich kann das hier, das präferiere ich eigentlich hier, ein 49,59er. Da sind wir unter der magischen 50, wir sind ungefähr hier, da. Das ist die HR5YNT. Das ist nur dann ein Kauf, wenn wir dieses Niveau hier, also die 55,40 mit mindestens einer Stundenkerze überbieten. Die muss drüber sein. Nix 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, mindestens eine Stundenkerze. Dann ist das für mich tendenziell eher der Kauf, weil ich dann glaube, dass der Bruch weiter vollzogen wird. Bei dem Put, da gehe ich hier auf Short, ist es so, dass ich den hier oben drüber suchen muss. Und da kann ich auch relativ knapp hingehen. Hier zum Beispiel den 56,35er, das ist auch ein 16er Hebel, das ist die HR5M6Y, HR5M6Y. Und auch der kommt nur dann in Frage, wenn wir den Bereich von 49,80 mit, also unterhalb des Bandes, schon deutlicher unterhalb dieses
dieser Trendbegrenzung, wenn wir das auch hier mit Stundenkerze unterboten haben, vorher nicht. Muss man Gewehr bei Fuß stehen, aber das sind jetzt beides Scheine, die Sie sich unbedingt mal auf die Watchlist legen sollten, weil hier kommt Bewegung rein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.